Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde zu Assassin's Creed Odyssey. Und meine Stimme geht's wesentlich, wirklich ein bisschen besser. Ich habe immer noch teilweise ein bisschen Hustenanfälle, aber viel besser als letzte Woche, als ich einen Stream ausfallen lassen habe. Yo. Und diese Woche habe ich ihn auch rausfahren lassen, weil meine Stimme war so am Arsch. Ich wollte nicht, also, nee, da kriegst du keinen rüber, das, nee. Und dann dachte ich mir, yo, also, jetzt war, wenn du das alles gemacht hast, ne? Zumindest Zeit ein bisschen aufnehmen, also, um aufzunehmen, yo, so. Und das habe ich. Muss ich wirklich sagen, das ist gerade ein bisschen mal ein, so gesehen, ein Dauertest, der man so schön sagen dürfte. Was wir hier machen ist, wir suchen einen anderen Steinbruch hier in den Landen, als der da oben. Und hier ist ja auch nur ein abgebranntes Dorf. Und ich hoffe hier irgendwo, hier könnte irgendwas sein, ne? Da hinten, also da, wo wir gerade hinschreiten zur Tat, da könnte was liegen. Und ich hoffe es, ne? Das kann nicht sein, dass es so weit entfernt ist. Ach, egal. Wo? Hat mich jemand entdeckt? Für 24. Wir haben schon Stufe 24 umgenietet und zwar mit Stufe 21, glaube ich sogar. Das ist, glaube ich, gar kein Problem. Ich weiß gar nicht, wann flacht das Ding hier überhaupt ab? Also ich meine, das da, ne? Die fünf Dinger da. Oh, Fischerdorf. Kodierungsverzögerung? Was? Ist die Festplatte zu lahm? Kann gar nicht sein, dass die SSD so langsam ist. Egal. So, ich bin zu doof. Mal hingucken. Wir wollen nicht ein Schmied hier. Okay. Oder gibt es ja vielleicht sogar bei Silberberg. Vielleicht gibt es da irgendwas. Oh. Da unten ist noch jemand. Cap Sunion. Sunion. Vielleicht beim Silberberg zu. Wir wissen es ja nicht. Ich bin doof. Wo war denn... da oben. Nicht Depp. Vielleicht mal Ausblick. Vielleicht sehen wir mal von da was... was es so auf sich hat, ne? Oh, Löwen haben wir übersehen. Hier werden sie besonders wachsam sein. Warum? Bisschen auf die falsche Seite. Ach, unten? Nee. Wie jetzt? Die haben mich nicht gesehen?
Ich glaube, es sind nicht gerade die hellsten, ne, im Firmament. So, die sind ja Frischfleisch. Yo! Wow! Der hat aber auch... Special, 22 Drachmen. Ist die Kamera ausgestiegen? Seit wann ist denn das so? Mal kurz. Ich gehe mal hier kurz hoch. Bist in Sicherheit, falls jemand kommen könnte, ne? Ja. Warum ist das jetzt so? Mal kurz. So. Hallo? Ein. Ich kann die ausmachen, aber nicht wieder ein. Das ist irgendwie Hotkey-mäßig ein bisschen durcheinander gezwurbelt. Was haben wir hier dann? Control, Alt und die 4. Nein! Control, Alt und die 4. Muss doch funktionieren. So, jetzt aber. Hey, was dann? Nochmals. Da musst du mal kurz mal ein bisschen... bisschen ändern. So. Eine antike Tafel. Hab ich sie gefunden. 4. Und was ich auch merke, ich habe die Bitrate ein bisschen runtergestellt. Was ich jetzt auch wirklich merke, ich habe jetzt da ein bisschen nicht nur, ich habe keine ausgelassenen Frames durch Rendern, sondern durch Codieren. Und das irritiert mich ein bisschen, muss ich zugeben. Das hatte ich vorher nie. Ich glaube, dass es daran liegt, dass ich die Codierungseinstellungen ein bisschen geändert habe. Aber da gucken wir mal kurz, was wir hier so haben. Ich mache das gleich eben in der Aufnahme, weil ist ja egal. Video, nö, Ausgabe. So, da sind wir bei 60.000. Bis 70.000. So. Ich hoffe, jetzt passiert nichts mehr. Ansonsten, ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Nö. Jetzt müssen sie nicht mehr so runterkodieren. Theoretisch gesehen. Irgendwie schliert es dann doch. Das ist ganz extrem komisch. Egal, mit Google Stadia wird alles besser. So ist die Devise. Dann muss der Computer nicht mehr das Spiel rendern, sondern noch die Aufnahme an sich. So, hier haben wir hier irgendwo... Gehen wir einfach hier lang. Wir gehen zu dem Herren hier. Und da muss es doch irgendwas geben. Es darf nicht sein, dass wir hier aber nichts haben. So. Durch die Wiesen muss man gehen, ne? Oh, was ist denn da? Ein begrenzter Quest. Was das auch sein mag. Vielleicht kann ich es überhaupt nicht. Schere, hast du ein Anliegen? Wir sind gute Bürger. Meine Kinder, mein Ehemann. Wir arbeiten hart, um guten Wein zu keltern. Wir teilen ihn sogar mit den Soldaten.
Natürlich in Maßen. Wurde das Maß überschritten? Der alte Kommandant war ein guter Gast. Er trank nie zu viel, drängte sich nicht auf. Der neue hingegen nimmt bei jedem Besuch eine ganze Amphore des besten Weins mit. Er lässt sogar seine Leute mehr holen. Meine Gastfreundschaft kennt Grenzen. Und natürlich willst du, dass ich ihn töte. Ja, der Athener-Befehlshaber muss untergehen. Bin dabei. Gut. Und erledige es schnell. Ich komme wieder, wenn ich alles erledigt habe. Jo, dann machen wir das, ne? Ich Depp, jetzt wollte ich eine Quest annehmen und konnte nicht. Ist ja einfach, 69 Meter in diese Richtung. Machen wir. Warum kriege ich FPS-Einbrüche? Ich glaube, ich muss mir das mal nach der Folge dann anschauen, warum das jetzt plötzlich so extrem ist. Kann ich sagen, dass ich hier 30 FPS habe und vorher immer mindestens 60. Oh. Wow. Das ist ein Tier, ne? Merkt man. Krallen, rohes Fleisch und Leder. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Wirklich? Nur noch das Gesicht einstreichen. Ich glaube, es waren andere Personen. So einfach geht's. Das ist auch eine Ruckelfolge. Also jetzt aktuell nicht mehr. Aber irgendwie jetzt wieder. Aber was ist heute los? Aber OBS kann das frisst ja auch keine Ressource. Interessant. Naja, wir haben eine Quest abgeschlossen. Und dann kümmere ich mal über das FPS-Problem. Und dann schauen wir dann weiter, ne? Du wieder! Hast du ihn getötet? Der Mann ist tot. Nimm dies als Dank. Du hast gute Arbeit geleistet. Ein ganz normaler Tag. Cool. Betauschst du für kurzen Mord? Warum nicht? Und wir reiten, beziehungsweise schreiten weiter Richtung Mörder. Also, nicht Mörder, also wir sind ja die Mörder. Aber Geldgeber für Mördertöter. So ähnlich. Wir müssen den Geldgeber für die Mördertöter mördern, damit wir nicht mehr Geldgeber haben, um uns zu mördern. Den Mörder. Das ist alles ein bisschen kurios, ne? Aber funktioniert irgendwie auch immer. Also, daher mache ich mir keine Sorgen. Irgendwo muss doch hier ein Steinbruch sein. Da kann ich nicht sein. Das dürfen wir nicht haben. Was ist denn jetzt los? Hüpft auf einen Stein und dann hallo oder was? Hier ist doch ein größeres Ding, ne? Das sieht richtig steinig aus. Ich hoffe, das ist ein Steinbruch. Sonst ist er beschissen. Oh, ein Löwe. Können wir aus dem Weg gehen? Also ich wäre dabei. Lavrio.
Silbermine. Vorsichtig. Niemand darf mich sehen. Jo, ich weiß. Und du auch nicht. Denn wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Ich brauche hier mal das FPS-Problem sicher. Und du schaust zu.